Commander. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment noch etwas kommt. Viel Glück da drin. Ich will aber jetzt auch erstmal wieder mal Liara besuchen. Wo ist die Normandy denn immer? Fliegt denn die ihr mal hin? Shadowbroker-Basis. Es sieht hier einfach kaum etwas. Dass die Shadowbroker-Basis auch immer am letzten Arsch hier sein muss. Mass Effect Download ist auch bald fertig. Hab halt nicht das schnellste Internet. Ich habe auch direkt alle Multiplayer-DLCs mit installiert, wobei ich mich eigentlich frage, warum. Egal. Hi. Was haben wir denn hier? Erfolg Citadel-Journalisten berichten jetzt live aus den Terminus-Systemen. Cool. Auf der blauen Liste. Fehlschlag, die Blue Suns kontern die schlechten Schlagzeilen mit einer Anzeigenkampagne. Scheiße. Auf der Gartenwelt Anhur gab es vor einigen Jahren einen blutigen Aufstand und der wirtschaftliche Abschwung hat alte Animositäten erneut geschürt. Sorgen Sie für Friedensgespräche an einem neutralen Ort, damit in der Kolonie nicht wieder ein Bürgerkrieg ausbricht. Machen wir. Gleiches Recht für alle. Fehlschlag, mehrere Nationen auf Kar-Shan haben Massenvernichtungswaffen erworben, die das Gleichgewicht der Kräfte zu ihren Gunsten verschoben haben. Okay, chemische Kriegsführung. Erfolg, ihr Agent warnt Binary Helix vor einer Inspektion durch die Citadel eine Woche, bevor sie stattfindet. Falsche Profite, ein rasch wachsender Kult namens Anhänger des erhabenen Lichtscheins des Wortes fast auf Omega nimmer mehr Fuß. Schicken sie Agenten los, um die umschrittene Religion zu infiltrieren. Und schöpfen sie Spendengelder für sich selbst ab. Gerne doch. Gibt es hier dann auch etwas Neues? Hier schon mal nicht. Garrus. Hat sich jetzt aber nicht geupdatet, ne? Ist die Karin Samara. Okay, ein Abschied zwischen Mutter und Tochter. Haus mit 4 Schlafzimmern auf Tessia. Okay, Familien-Skyker. Kleidung und Schmuck. Elegante Negligés. Oh. Freizeitkleider, Tanzkleider. Kleid für Bindungszeremonie, quasi Hochzeit. Armkettchen für Bindungszeremonie. Holo-Medaillon, Bilder von Bindungspartner. Kleidung für Babys und Kinder. Lebenslanger Mitgliedschaftspass von Sarah's Fitness. Siegestrophäe, Skyball Amateurliga, Video- und Romansammlung, diverses Fotoalbum, diverse Skulptur von Samara und Bindungspartner. Personalisierte Tasse, Glückwunsch um Geburtstag Mama, fehlt wohl das Z. Mit Foto von Samara und Kindern, Griff abgebrochen und repariert. Erinnerungskugel, Bindungspartner und Geburtskrippe, okay. Gibt's hier etwas Neues? Falls ihr interessiert, ist mich eh nicht. Naja. Gibt es denn vielleicht neue Videos zum Gucken? Das wäre ganz witzig, wenn es da noch was Neues gibt.
Aria Chilo, Omega. Langweilig. Emily Wong, Citadel. Langweilig. Fred Mazai, Citadel. Langweilig. Donnell Odina, Citadel. Langweilig. Armando Bailey, Citadel. Langweilig. David Anderson, Citadel. Macht er denn das, der da? Na, egal. Rachel Gavon. What? Omega. Der räumt ordentlich auf. Kalisa Bensinan Al-Jilani, Citadel. Oh! Keeper 20, Citadel. Der mysteriöse Keeper 20. Irgendwas verheimlicht er uns. Matriarchin Atheta, Ilium. Erdnot Torsk, Tachanka. Wow! Elias Callum, Citadel. Ja, okay, er ist eh tot. Miranda Lawson und Jacob Taylor, Lazarus Forschungsstation, Schiff erloschen. Zwischen den beiden lief irgendwas. Garrus Vakarian, Omega. Nice. Aria Chilo, Omega. Okay, jetzt sind wir fertig. Fürs Erste. Schön, dass die Drohne mir folgt. Danke fürs Vorbeikommen. Gerne doch. Zurück zur Normandie, bitte. Was gibt es denn eventuell noch zu tun? Abgesehen vom Reaper FFS. Könnten noch kurz mit Kasumi reden. Ja. Gibt es etwas, das ich wissen soll? Noch etwas. Ich bin hier, wenn sie jetzt... Warum mache ich hier das gerade eigentlich? Ich will kurz auf jeden Fall mit Kasumi mal reden, ob die was zu Samara sagt. Hey, Shepard! Die Normandie ist so ruhig. Ich bin es nicht gewohnt, beim Gehen meine Schritte zu hören. Eines der Mädchen von der Navigation glaubt, sie könnte schwanger sein. Sogar an Bord eines Cerberus-Schiffes findet das Leben einen Weg. Ich muss schon sagen, Jacob ist... Er wirkt ziemlich ernsthaft. Ob er wohl auf Japanerinnen mit einem Hang zur Kleptomanie steht? Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Nichts Neues also. Mal gucken, was Miri sozusagen hat, wenn überhaupt. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Ja, ich denke, wir sollten reden. Ich weiß nicht, was das ist. Stress? Oder bloß Dampf ablassen? Oder... Mir liegt etwas an dir, Miranda. Und ich glaube, dir geht es genauso.
Das ist der falsche Zeitpunkt für emotionale Verstrickung. Wir beide wissen mehr über die Kollektoren als sonst jemand. Wir wissen, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir lebend zurückkehren. Welcher dämliche Hormonschuh glaubt denn bitte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Liebe ist? Wer redet denn von Liebe? Ich will dich nur ins Bett kriegen. Idiot. Komm schon, Miranda. Du willst es doch. Ja, stimmt. Also stirb nicht. Versprich mir das, verdammt. Ich bin schon mal gestorben. Nochmal habe ich das nicht vor. Gib mir ein wenig Zeit. Wenn ich soweit bin, komme ich vorbei, okay? Und somit haben wir die Beziehung mit Miranda in die Wege geleitet. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Das hat sie aber auch quasi selber angesprochen. Und ja, jetzt ist es eigentlich dann ja quasi schon Zeit für das Reaper FFS, ne? Weil sonst ist jetzt hier gerade nichts am Laufen. Mal noch kurz die Forschung überprüfen. Waffenspezialist für alle Waffen-Upgrades. Dann will ich noch eben kurz aber meine Kleiderkammer. Mal so gucken, was es rüstungsmäßig und guck mal, unsere Fische. So, was haben wir denn so? Kein Helm. Der N7-Helm sieht aus wie ein Kondom. Atemgerät, ein zu nice eigentlich. Die Todesmaske, die ist eigentlich auch ziemlich nice. Verhandlungsbonus bringt uns aber leider nichts. Zumindest jetzt nicht direkt. Brille ist eigentlich ganz nice, aber ja, ich weiß nicht. Ach Gott. Ich finde das hier eigentlich auch ganz nice, diese Brille. Mich stört halt nur diese ganzen Daten, die da ablaufen. Dann ist mir das hier doch irgendwie lieber. Da habe ich auch mehr Schadensbonus. Kraftschaden um 3. Reduziert Slan das Schild. Okay, was haben wir hier? Erhöht die Gesundheit um 5. Eigentlich ganz cool. Das hatten wir eher. Hatten wir ja an, okay. Schultern. Ein 7 normal. Erhöht Kraftschaden. Nahkampfschaden. Passt sogar ganz gut hier zur Rüstung. Wenn wir jetzt mal nach der Optik gehen. Erhöht Waffenschaden um 5. Das sieht jetzt nicht unbedingt nice aus. Erhöht Schilde um 5%. Sieht eigentlich schon ziemlich badass aus. Das hier erhöht natürlich irgendwie alles, deswegen haben wir mal die. Hier dürfte es auch nicht anders sein. Erhöht Sturmlaufgeschwindigkeit um 10. Erhöht Gesundheit um 10. Packs für schweres Gerät. Bleiben wir hier dabei. Passt schon. Gut. Einfach nur, damit wir was Neues haben. Ein bisschen zumindest. So minimal. Choker! Mit dir habe ich noch gar nicht geredet wegen Samara. Was hast du dazu zu sagen? Wenn überhaupt du irgendwas zu sagen hast. So, Commander, sogar ihre Asari sind also ausgebildete Killer? Kaufen sie die eigentlich alle im selben Laden, oder was? Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, wir haben sogar schon Mengenrabatt mittlerweile. Nun denn... Thank you.
Dann wird es jetzt Zeit für abstürzendes Schiff. Ach, okay. Wenn es dann unbedingt sein muss. Ich meine, wenn die bis jetzt kein Problem hatten mit dem Absturz, ohne dass ich es mitgekriegt habe, warum sie jetzt so lange warten konnten, können sie doch bestimmt jetzt auch warten, oder? Wen hole ich da mit? Zum Retten des Schiffs. Euch beide. Alarmstufe Gelb, Alarmstufe Rot, Ende. Okay, wir haben ein Zeitlimit. Ich darf das Hacken hier nicht verkacken. Sonst was ist nämlich mit der Mission, weil ich die Tür nicht aufbekomme. Aufbold Erfolg, nice. Systembericht, okay. Zeiget euch, ihr Guess. Ach, das ist die Mission. Auch an diesen Ort erinnere ich mich. Ich muss jetzt da unten jetzt lang. Ja, okay. Au. Mach mal hier, Said. Die Pistole hier ist echt gut. Sehr schön. Oh. Wenn ich mehr treffen würde, wäre die sogar noch besser. Haltet mir schön die Schüsse vorm Hals, die ich gerade im Hintergrund höre, Leute. Sonst war's das nämlich hier mit dem Hacken. Alles richtig gemacht. Wir hätten noch massig Zeit übrig. Das müsste es gewesen sein. Die restlichen Guests kann dann die tote Crew übernehmen. Oder wir überlassen das Schiff jetzt einfach den Guests und schenken es denen. Was weiß ich, was wir jetzt damit machen.